Hey ho, meine Lieben, neuer Tag, neues Glück. Draußen leichter Nieselregen. Ja, vielleicht streiche ich noch. Ich glaube, damit fange ich an. Ich schnappe mir jetzt einfach noch die nächste Dose am Pinsel und werde gucken, dass ich noch die Zwischenräume fertig streiche. Ja, was habe ich heute noch vor? Ich habe jetzt doch beschlossen, dass ich mit dem Rohr noch etwas weiter hier ranfahre. Dazu muss ich noch mal die Abdeckplatte wegmachen, das vordere weg, das Rohr rausziehen, die Dämmung Außenrohr raus, noch mal um 2-3 Finger breit abschneiden, kürzen und dann wieder zusammenschieben und dann ist gut. Und dann kann ich hier rum abdichten, hier außenrum werde ich heute eventuell noch abdichten, ein bisschen noch das restliche Barzelzeug wegmachen, habe ja feineres Schleifpapier da. Ja. Und dann kann ich zu dem Motto heute bloß sagen, wird der Ofen heute noch brennen? Ja, gut. Zum Schnabulieren habe ich mir bloß eine Kleinigkeit geholt. Ja, ein bisschen Cola, Spezi, Latte Macchiato, Sandwich, ein bisschen Wurstsalat. Ich glaube, damit komme ich heute aus. Aber ich schnappe mir jetzt schnell den Pinsel, die Dose und streiche da draußen, bevor es wieder schlimmer wird mit dem Regen. Weil momentan tröpfelt es ja bloß ein bisschen. Jo, die Zwischenräume habe ich hier rum fertig gestrichen. Die Bretter noch nicht. Aber auf der Seite habe ich einmal komplett durch. Erster Anstrich. Tja, und jetzt mache ich erstmal Mittag, weil wir haben es 12 Uhr und ich habe auch Hunger. Ja, und hier draußen fängt es jetzt eben mehr an zum Regnen. Ja, und das Schreckliche an der ganzen Geschichte da draußen ist, der zweite und vorletzte Farbkübel ist auch fast leer. Boah! Ich weiß nicht einmal, ob ich darum mit meiner Farbe hier den zweiten Anstrich komplett durchbekomme. Aber wir werden sehen. Tja, das heißt, warten bis wieder Kohle und wieder Farbe kaufen. Naja, hilft dir nichts. Auf alle Fälle, als nächstes fange ich dann mein Kaminrohr an. Draußen pisst's, aber egal, Leute. Ich habe gesagt, ja, dass ich heute Rinnen mache. Und das habe ich auch jetzt schon ein bisschen was fertig gebracht, ja. Mhm. Ich hatte das alles nochmal offen, habe noch ein bisschen was von der Innendämmung, von dem doppelten Kaminrohr rausgenommen. Konnte ich es weiter ineinander schieben und so gefällt mir das jetzt. Hierum werde ich ja am Schluss noch die Verblendung hinmachen. Dann sieht es auch mal richtig gut aus. Ja, und außenrum bin ich jetzt gerade mit dem 180er ein bisschen am Abschleifen. Es ist zwar dann nicht das Schönste, aber zumindest ist es nicht mehr so schwarz verbrannt. Also die waren ja auch schon wesentlich dunkler. Die habe ich schon angeschliffen ein bisschen. Ja, und so kämpfe ich mich hier jetzt noch rum. Und dann hier halt, ja, wo der PU-Schaum war auch noch. Ja, dann kann ich außenrum einmal danach abdichten, wenn ich das soweit habe da oben, hintenrum. Oh Mann, eigentlich müsste ich ja nur noch das Ofenrohr ablängen mit der Flex und der Trennscheibe. Habe ich alles schon hergerichtet. Aber da draußen regnet es mir gerade irgendwie viel zu viel, als dass ich auch nur freiwillig einen Schritt vor die Tür mache. Der Ofen wäre so weit alles vorbereitet. Boah. Jetzt warte ich mal, bis es das nächste Mal ein bisschen zum Regnen aufhört. Und dann flexe ich schnell das Rohr ab. Und danach sollte der Ofen eigentlich einsatzbereit sein.
wenn der Ofen noch halbwegs was taugt. Das weiß ich erst nach dem ersten vorsichtigen Befeuern. So schaut's aus. Aber hier steht er auch schon bereit. Man kann ja nie wissen. Ich bin etwas feucht geworden, aber egal. Ja, da. Einfach mal angekokelt. Jetzt schaue ich mal, ob das Ding dicht ist. Aber nee, der Rauch ist vorne rausgezogen. Ja, da muss ich noch gucken. Das gefällt mir gar nicht, da kommt wahrscheinlich noch Dichtschnur drumherum. Also hier kann man aufklappen, da kann man dann vielleicht auch noch was draufstellen. Und dann gucken wir mal. Ja, noch ist er nicht warm. Ach, ob Oskar schon raucht. Icke, das ist alles nass hier. Jo, Oskar gibt Rauchzeichen. Oskar ist am Leben. Tja, und für alle, wo sich gefragt haben, wächst der Delle da oben, das sind übrigens zwei Dellen. Und auch dafür habe ich schon ein passendes Werkzeug da, was mir der Alex letztens mitgebracht hat. Und ganz wichtig, Oskar, das Endstück kommt auch noch ein bisschen höher. Entweder ein Meterstück oder ein 500 mm Stück, also einen halben Meter. Das werde ich aber dann noch sehen. So, ich lasse ihn hier jetzt erst einmal schön durchkokeln. Also das, was ich weggeschmissen habe, das war nicht viel. Das lasse ich jetzt ein bisschen offen lassen, so ein bisschen mehr Luft reinkommt, dass er gleich wieder ausgeht. Ja, auch neue Öfen muss man kennenlernen. Einen Luftregler habe ich hier irgendwo nicht gesehen. Nur hier hinten was. Aber der Scheißhebel ist fest. Naja, doch, da war noch was. Schauen wir mal, ob sich da was ändert. Muss ich ausprobieren, muss ich austesten. Aber zur Feier des Tages haue ich mal jetzt erst einmal ins Gesicht. Ach, eine Latte Macchiato. Und einen verbollerten Donut. Ich muss ja jetzt auf alle Fälle noch da bleiben, bis der komplett runtergebrannt ist wieder. Ob ich danach noch irgendwas mache, weiß ich noch nicht. Aber für heute bin ich zufrieden. Definitiv. Ey, ich könnte schon wieder schreien. Ich habe jetzt noch eine Idee gehabt. Weil ich ja noch extra ein bisschen Farbe übrig gelassen habe im Kübel. Die wollte ich jetzt noch verpinseln. Aber die Hütte hat sämtliche Pinsel gefressen. Tja, ich weiß, dass ich nämlich auch noch kleinere Pinsel gekauft habe. So ein Dreier-Set oder Vierer-Set. Alle Pinsel weg. Mann. So, jetzt muss ich mal auf den Tacho schauen. Und wie gesagt, Ofen erst einmal runterbrennen lassen. Weil dann fahre ich heim. Eventuell. Und ich kaufe noch ein paar Pinsel heute. Ja. Morgen soll das Wetter wieder besser werden. Hoffe ich ja mal. Und dann kann ich auf alle Fälle draußen weiter streichen. Dann werden wir doch die erste Schicht morgen komplett fertig kriegen. Ja, und vielleicht auf der Rückseite gleich mit der zweiten anfangen.
irgendwie sowas. Aber es geht voran, Stück für Stück. Und wie gesagt, für heute mein Tagesziel definitiv erreicht. Ja, jetzt hockt der Sack schon wieder hier dran und qualmt eine. Ich war aber gerade draußen und habe die restlichen Nägel eingeklopft, wo noch ein bisschen rausgestanden sind. Und jetzt werde ich tatsächlich nach Hause fahren. Ich werde unterwegs noch ein paar Pinsel einkaufen. Werde daheim noch ein paar spezielle Schrauben suchen. Mit einem schönen großen Kopf. So blechschraubentechnisch. Brauche ich 4 Stück an der Zahl. Und dann werde ich mal gucken, ob Manu vielleicht noch mal Lust hat, mit rauszufahren heute. Ich glaube es aber kaum, weil der reicht es, glaube ich, nur von gestern. Naja, und ansonsten war es das jetzt definitiv für heute. Oder auch nicht, je nachdem, ob wir wieder rausfahren. Ja, Leute, in dem Sinne sage ich ja mal Tschaikowski, bis morgen. Oskar lebt, Oskar hat gequalmt, der Ofen brennt, der Ofen ist soweit dicht, kann man befeuern. Die eine Wand habe ich heute noch fertig gestreichelt, die andere streichle ich morgen. Und wenn alles klappt, mache ich morgen dann das Dach da drüben auch noch. Na, da habe ich mir ja was vorgenommen. Prost, Mahlzeit, Tschaikowski. Vielleicht bis nachher oder auch bis morgen. Weg bin ich.